zur Pressekonferenz dieses letzten Spieles im Jahre 2021. Schon der 22. Spieltag zwischen dem FSV 63 und Walde und Germania Halberstadt. Endstand 2:2, Halbzeit 1:2 vor 302 Zuschauern. Wir haben sicherlich kein spielerisch hochklassiges Spiel gesehen, aber beide Mannschaften haben uns noch eine ganze Menge an Kampf und Spannung und Dramatik geboten. Zu meiner Linken hat Benjamin Duder, Trainer vom VfB Halberstadt, Platz genommen, zu meiner Rechten Micha Braune. Schauen wir mal, ob beide Trainer mit dem heutigen Spielverlauf und mit dem Ergebnis zufrieden sind. Ja, hallo zusammen. Wie sich das anfühlt, muss ich erstmal noch einordnen, noch finden. Für den Moment etwas komisch, auch ein Stück weit enttäuschend, ohne da vermessen zu sein. Ich denke, in der ersten Halbzeit haben wir vor allem gut verteidigt. Das ist das gewollte Flachpassspiel des Gegners. Ja, mit Zustellen der Passwege, mit dem Schmeißen von großen Deckungsschatten immer wieder gut weggemacht, Bälle erobert, gute Umschaltsituationen gehabt. Durch die Situation, wo Stefan Korsch alleine auf dem Torwart zuläuft, müssen wir schon früher führen. Zweite Halbzeit, gerade durch die Umstellung des Gegners Christian Flath nach hinten zu ziehen, haben sie A, sicherer verteidigt, B, aber auch ja, besser das Spiel eröffnet. Von daher war das schon ein entscheidender Impuls, der dann auch das Powerplay und dieses druckvolle Spiel des Gegners irgendwo unterstützt und aufgebaut hat. Das muss man schon sagen. Aber auch hier haben wir es mit Glück, aber auch mit Fleiß geschafft, die gefühlt 20 Eckbälle und Fernschüsse zu verteidigen, wegzumachen, teilweise auch in letzter Sekunde durch den Torwart. Trotzdem haben wir ja auch in der zweiten Halbzeit die klaren Torchancen, gehen dann nochmal alleine in Überzahl auf den Torwart zu. Wer weiß, wie es ausläuft, wenn wir mit 2 Tore in Vorsprung gehen, haben wir heute nicht geschafft. Von daher ist es natürlich ein leistungsgerechtes Unentschieden, das sich der Gegner auch erkämpft und verdient hat. Trotzdem müssen wir feststellen, dass 14. Spiel in Folge nicht gewonnen. Wir hätten heute gewinnen können, haben das nicht geschafft. Und deswegen ist es für den Moment ein bisschen komisch, auch enttäuschend, und haben jetzt aber genug Zeit, das einzuordnen, aufzuarbeiten, um dann im nächsten Jahr wieder anzugreifen. Ich wünsche allen frohe Weihnachten und hoffentlich gesundes neues Jahr 2022, vor allem meinen Trainerkollegen, der das hier ja sensationell zaubert in dieser Saison und irgendwo auch ein Vorbild für unsere kleineren Vereine auf Augenhöhe ist. Alles Beste. Benjamin, recht vielen Dank für deine Worte. Micha, 30 Punkte, Gott sei Dank ist endlich der 30. Punkt da. Hat man übrigens noch nie in der Regionalliga. Glückwunsch dazu, deine Aussagen. Ja, erstmal guten Tag an alle. Danke für die Blumen. Gebe ich weiter an meine Mannschaft. Zum Spiel kann ich kurz machen, erste Halbzeit. Halberstadt besser gewesen. Wir zwar mehr im Ballbesitz, aber die Abläufe konnten nicht da sein, so wie wir aufgestellt waren, weil wir so fast nie zusammengespielt haben. Da hatte Halberstadt klare Chancen, muss ich ja führen, ist klar. Zweite Halbzeit fand ich uns besser. Auch Halberstadt hat mit Chancen, wir aber auch. Ich glaube, letzte Minute, kleiner Doppelpass im Strafraum, kann Freddy Schmal vielleicht sogar den Siegtreffer machen, aber wer vermessen. Für mich ist es hier ein absolut verdientes Unentschieden. Das haben wir uns erarbeitet. Die Jungs haben sich das verdient, so wie wir uns aufstellen. Wir haben hier nochmal 2 A-Junioren spielberechtigt gemacht, 2 aus der zweiten Mannschaft, den Torwarttrainer spielberechtigt gemacht. Ich glaube, da können sich andere Vereine eine Scheibe abschneiden, weil ich glaube, viele Vereine hätten so ein Spiel einfach verschoben. Trotzdem, wir sind hier im Prozess und Prozess ist nie ein Event. Also man hat immer mal wieder Rückschläge und das, der Anspruch bei den Zuschauern wächst natürlich, weil wir hier alle Top-Teams gut gespielt haben, hätten oft diese Spiele gewinnen müssen. Von daher für mich, ich bin heute null enttäuscht. Wir haben hier alles rausgehauen. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie das Herz am rechten Fleck hat. Kann auch keiner rausheben, aber heute muss ich es mal machen mit Dennis Rodenstein. Der hat leider nicht so ein gutes Standing hier bei den Zuschauern, aber der Junge spielt seit 2 Monaten mit einer Verletzung, macht heute das Tor, holt den Meter raus, überragender Mann, schon seit Wochen von der Einstellung her. Von daher, so viel zum Sport. Ansonsten allen frohe Weihnachten, wünsche allen viel Gesundheit vor allem. Ja, und dann greifen wir am neuen Jahr wieder an. Danke. Danke auch dir, Micha. Nessi, hast du wieder überhaupt noch eine Frage? Nein, heute nicht. Da das nicht der Fall ist, dann wünsche ich ebenfalls allen hier Anwesenden frohes Weihnachtsfest. Kommt mal ein bisschen runter, ein paar Tage oder Wochen, ein bisschen Ruhe. Unseren Gästen gute Heimfahrt, auch alles Gute für die Zukunft und auch ein neues im Jahr 2022. Und tschüss.